Ein guter Griff und die optimale Breite der beiden Holme ist am Barren entscheidend. Eine Vielfalt an Schwung- und Flugelementen wird innerhalb der Barrenübung gefordert. Die Ausgangs- und Endpositionen der einzelnen Elemente entscheiden über den Schwierigkeitswert. Stützpositionen, Handstandpositionen, Oberarmstütze, Griffvarianten. Die optimale Kraftübertragung auf die Barrenholme, Ganzkörperspannung und das perfekte Timing sind für eine saubere Ausführung essentiell. Mit einem akrobatischen Element beim Abgang beendet der Turner seine Barrenübung.